So, dann sind wir damit wieder hier. Und dann, bevor wir jetzt hier anfangen mit Spielen, eine Runde Minecraft, werden wir erstmal gucken, was gibt es denn Neues? Wir sehen also gerade Twitch Immunity App. Was sind die neuesten Videos, die es bei mir so gab? Da Und sehen die wir also von neuesten heute. Kater, Ja, der Kater kommt schon wieder. Jetzt ist direkt die Katze wieder am Start hier. Ja? Also, wir sehen jetzt hier erstmal, heute gerade ist Folge 9 von Minecraft rausgekommen. Und ich glaube, wir drehen jetzt die 12. Bin aber gerade gar nicht so ganz sicher. Ich glaube, wir haben zwei oder drei im Vorlauf. Die kamen ja eine Zeit lang auch nicht so oft jetzt. Guck du mal, Und wie groß. Terraria 88, da haben wir allerdings schon die 102 gedreht. Das muss ich jetzt mal zur Information für alle sagen, dass ich bei Terraria ein bisschen sehr weit im Vorlauf bin und ich weiß gar nicht so richtig, woran das liegt. Deswegen kann man auf Kommentare immer erst relativ spät eingehen. Heute zum Beispiel wollen wir uns auf den Kommentar einlassen, dass ja für Plantera eine große Höhle gebaut werden muss. Und wir versuchen, die so zu gestalten, dass wir drum herum hüpfen können. Ja? Was es ansonsten noch gibt hier in sozialen Netzwerken, also Twitter und Instagram, habe ist nicht so viel passiert hier. Da sage ich einfach mal alle als gelesen kennzeichnen. Das ist, welchen Videos ich mag und wem ich so getwittert habe und was ich so getwittert habe. Ach so, letzte Spender brauche ich nicht. Da habe ich versucht, mir mal tatsächlich selbst 1 € zu spenden. Da ist aber das PayPal schlau genug, um zu erkennen, dass Absender und Adressat das gleiche sind. So hat das also nicht funktioniert. Und da gucken wir uns aber mal an die neuesten Freunde. Wir begrüßen jetzt mal ganz herzlich. Guck mal, wir begrüßen mal den Äpfel, der eine App baut, mit der wir diese Namen, die hier angezeigt werden, die wollen wir oben als Push-Nachrichten sehen. Da. Damit die in der Aufnahme auftauchen, ne? Eventuell. Also Äpfel. Danach habe ich, um das nochmal zu testen, Quitschi Junior nochmal reingenommen als neuen Abonnenten. Wer also jetzt mich wieder abonniert, taucht in der Liste oben auf. Dann sagen wir mal Hallo zu Nick, zu Fricky, zu Behindi, Rudy Rudy, Creep Age, Clash Crafter, der war schon mal ein Abonnent. Mit dem habe ich auch schon eine Zeit lang zusammengespielt. Blitz 95, Trollboss, das gefällt uns nicht. Und Kuni, herzlich willkommen hier unter dem Kanal in der Quitch Immunity. Was habe ich denn hier? Quitch hier als Fotograf. Hier habe ich ja mal ein paar Screenshots reingepackt. Da muss ich gucken, das halte ich immer mal auf Stand. Hier sehe ich also nochmal, das sind so alte Screenshots. Hier zum Beispiel, wo Junior einen Creeper im Boot entdeckt hat. Oder das war die alte Map, die wir auf Lane Mania zuletzt hatten. Hier so. Na, ein paar Screenshots. Wenn ich mit anderen Leuten zusammenspiele, zum Beispiel, hier sind die Schiffe, die Mr. Maximilian und Mr. Cookie gebaut haben. Sehr cool. Und damit man in der Liste da oben auftaucht, müsste man sich sozusagen hier. Da kann man per PayPal 1 € spenden. Also, ich fände es ganz cool, wenn mal irgendwer irgendwie 1 € sendet, damit ich wirklich gucken kann, ob das hier oben auftaucht. Aber da müssen wir immer gucken. Das wird dann ein bisschen interessanter, wenn ich Livestreams mache, weil ich kriege ja hoffentlich bald neues Internet und dann wird das interessanter, wenn ich während der Livestreams hier oben Pop-ups kriege. Denn genau dafür bauen wir das, dass da Pop-ups erscheinen, wer gespendet hat, wer wie viel gespendet hat, wer abonniert hat und so. Also genau dafür machen wir das. Und in der Twitch Community habe ich es im Moment nur drin, um einfach zu gucken, wie es funktioniert. Ich habe mir ein Spendenziel festgelegt von 0 auf 10 €. Eigentlich müsste jetzt hier drin stehen 250 €, weil ich letztens mit dem Auto geblitzt wurde, damit ich das bezahlen kann. Oder PlayStation 4 Bundle 199 € mit 2 Controllern, keine Ahnung was, das wäre ein Spendenziel. Aber da ich ja Zuschauer habe, die nicht in der Regel kein PayPal-Konto haben, ist sowas völlige Fiktion und funktioniert einfach nicht. Ne? Außerdem habe ich mir jetzt vorgenommen, auch anzufangen, Videos bei Twitch hochzuladen. Ich möchte mir mal angucken, inwiefern das funktioniert. Hier sehen wir also meinen Twitch-Kanal. Da habe ich lange nicht live gestreamt. Ich würde sogar eigentlich versuchen, bei YouTube live zu streamen, aber ich weiß nicht so richtig, da die nun anfangen, Videos einfach zu demonetarisieren. Und ich meine, ja klar, man macht es nicht nur fürs Geld, man macht es, weil es Spaß macht. Jetzt geht ja schon wieder los mit dem Rausfliegen. Ach, das sind Probleme. Bei dir stürzt das Spiel wieder ab oder was ist das Problem? Bei mir ist es gerade hier Ja, zurzeit abgestürzt. stürzt die 017 ganz oft ab, ne? So, jetzt machen wir mal weg hier die Werbung. Damit verdiene ich auch bloß sinnlos Geld. Da wollen wir ja nicht reich werden hier. Was soll ich sagen? Ja, genau. Da fangen die ja an. Und das Ding ist ja, mit dem Geld, was ich von YouTube bekomme, will ich ja kleine Gewinnspiele machen. Wir wollen Play Store-Gutscheine verschenken, verlosen. Wir wollen hier und da mal so. Irgendwo, es wird jetzt zum Beispiel sowas geben. Ich habe also irgendwann in den nächsten Videos jetzt, ich habe gerade wieder Geld bekommen von YouTube. Es hat lange gedauert, aber es gab was. Und dann werde ich jetzt auch einen Play Store-Gutschein kaufen. In irgendeinem der Videos wird der einfach auftauchen. Das wird vorkommen, ich schreibe es auch nicht in den Titel oder irgendwie was, sondern das ist einfach für den, der gerne mal Videos schaut,
Also der die Videos eh nicht gerne schaut, sondern nur raufklickt, um irgendeinen blöden Kommentar zu schreiben, der hat auch nicht die Chance, das zu finden. Und die es gerne schauen, ich denke da zum Beispiel an den Uwe, der sich wirklich alle meine Videos im Ganzen anguckt, ne, der hat natürlich eine gute Chance. Bei meisten anderen weiß ich es halt wirklich nicht. Ich muss im Moment sogar sagen, bei der Masse an Aufrufen, die ich im Moment habe, in 2 Tagen 900 Aufrufe, da weiß ich nicht, wer guckt sich die Videos im Ganzen an und wer macht da jetzt nur Aufrufen, hallo, erster und wieder raus. Ich kann es nicht einschätzen. Aber die durchschnittliche Wiedergabezeit ist deutlich gestiegen. Also scheinen mehr Leute mehr Videos zu gucken bei mir, zumindest im Ganzen. Einer davon wahrscheinlich mein eigener Sohn. Ansonsten, ja, alles in Ordnung. Jetzt also gucken wir mal, das sind die heute veröffentlicht worden sind. Und wir drehen jetzt mal gucken, was für eine Folge das jetzt ist. Wirst du ja dann sozusagen sehen. Dann sage ich einfach bis gleich im Spiel. Mach's gut und ja, viel Spaß. Twitchibu, willkommen im Warmen. So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück. Es wurde sich gewünscht, dass ich beim Beginnen der Videos wieder Begrüßung mache. Und natürlich, warum soll man das nicht machen? Ich habe immer so ein bisschen, letztes Jahr haben wir das einfach so spontan angefangen, also als gäbe es das nicht. Aber ich habe hier, ich gucke mal kurz, wie sieht denn das aus, lautstärkemäßig. Ich mache mal ein bisschen lauter. Einfach so, damit man das hört. Und ich hoffe mal, das funktioniert. Ich kann es jetzt gerade selber im Moment nicht hören, aber ich habe ein Add-on installiert, mit dem ich Minecraft-Musik habe. Wir gucken jetzt einfach mal, wie das so funktioniert und ob das so kommt. Hier sehen wir auch der Uwe spielt im Moment gerade bei Cloud auf dem Server 016.2. Krypton spielt bei Lane Mania. Da komme ich leider nicht rein. Habe ich schon mal probiert. Wir kommen nur hier rein. Mal gucken, wer da noch reinkommt. Vorhin gerade eben war Weiße da. Manchmal gibt es die Schwierigkeit, dass das nicht eine richtig gute Verbindung hat. Ich weiß nicht ganz genau, woran das liegt. Wir sehen, ich spiele gerade mit 60 FPS. Allerdings nimmt es nur 30 auf. Ich glaube, das liegt, also das Tablet selbst, die Aufnahmesoftware schafft nur 30. Ich müsste mit einer anderen Software aufnehmen, um da mehr zu schaffen. Ja, weiß ich nicht ganz genau. Jetzt laden wir einfach mal kurz rein, wenn es überhaupt geht. Du bist schon drin, ja? Mhm. Bist du in deiner eigenen Karte oder bist du auf unserem Server? Auf unserem. Na, dann wird es ja wohl gleich passieren, denke ich mal. Dann muss es ja gleich kommen. Nee. So, da bin ich drin. Da bin ich drin. Ich gehe mal, wieso komme ich mir so langsam vor hier irgendwie eigentlich gerade, mit meiner He-Man-Sache. Also jetzt mal, um mal damit anzufangen. Also hier, bin ich ganz langsam, hier steht also der Server im Moment. Endless, um hier mitzuspielen, muss man sich mit dem anfreunden und da muss man halt hoffen, dass Endless so cool ist und dich als Freund annimmt und dann ab und zu mal hier einlädt. Dann sind wir hier im Moment, ich habe ein kleines bisschen, letztes Mal hat es ja die Map zurückgesetzt, aber ich habe noch ein bisschen, ich habe es wieder nachgearbeitet so ein bisschen. Und das hier ist die Idee von Uwe gewesen. Uwe hat gesagt, Netherstein sieht total geil aus, wenn man den brennt. Und jetzt weiß ich auch wieder, dass ich das schon mal bei, ich habe ja mal ein Video vorne rangeschnitten von dem lieben Sari, der hat ja nämlich aus Netherstein eine ganze Burg gebaut. Und eigentlich würde ich das hier auch gerne machen. Also das hier ist klar, hier kommt eine Eisentür hin natürlich, der wird ja eingesperrt hier drin. So. Die kommt definitiv eine Doppeleisentür hin. Wenn der von Zombie erschlagen will, kommt der immer wieder weg. Genau. Der wird hier also eingesperrt, das ist schon mal ganz klar. Und hier kommen auch Eisentüren hin. So, da brauchen wir also Eisen. Wie viel Eisen haben wir denn eigentlich? Mr. Maximilian und Mr. Cookie spielen hier auch mit. Die bauen ganz fleißig. Ich gucke mal, ob ich jemanden einladen kann. Wollen wir mal schauen. Nö, Rage World ist aber da. Gucken wir mal, wo der Server. In der Server. Gucken wir mal, wo Rage World steht. Ich kann jetzt gerade niemanden einladen. Manchmal kann ich einladen, manchmal nicht. Da hinten ist der Junior. Na? Ach, da unten rennt er rum. Schau mal. Ich ernte hier schön, da kann ich er baut da drin. Ja. Wir müssen nachher nochmal in den Nether zurück. Die Burg da hinten ist halt natürlich jetzt eine kleine Skyblock-Burg. Unten gibt es die ganzen Felder. Und guck mal hier, ganz neu. Jetzt haben wir tatsächlich hier hinten, das ist also das führende Schiff.
Und da kommen noch weitere zwei, da hinten aber auch ein schwarzes Kreuz drauf. Das ist also die Piratenflotte. Wir müssen natürlich mal schauen, wie weit wir hier sehen und bauen können. Ach so, ganz cool. Ich weiß nicht, Richtung Norden hat mir der Alex gesagt, ist das Ende. Da müssen wir also, ich glaube mal in die Richtung irgendwo, ich weiß es nicht ganz genau. Ja, Mr. Maximilian hat uns, guck mal, hier gibt es zu essen ganz viel Sachen von Marcy. Da sind Federn drin, okay. Hier haben wir die ganzen Fische, die wir geangelt haben, in die Werkbank. Eisen habe ich nur zweimal. Also eine Eisentür wird jetzt so ein Problem. Da müssen wir noch ein bisschen Eisen holen gehen. Und dann, auch wer hat denn hier eigentlich die ganzen Beete angelegt? Ich. Damit man da nicht drauf hüpft, müsste man jetzt Folgendes machen. Man müsste jetzt das hier noch wegknallen und das hier wegknallen. So, und dann müsste man sagen, man baut hier Treppen hin. Schau mal, wenn ich hier Treppen hinbaue, ich komme eigentlich nicht hoch. Ich baue jetzt einfach mal Steintreppen. Ach, das sieht so doof aus, oder? Nee, ich baue hier Holztreppen hin. Wir machen mal ein paar Holzbretter. Birke habe ich noch, sehe ich gerade. Wir machen mal ein paar Holzbretter und ein paar Sticks. Ich hoffe mal, dass die aus Eichenholz gemacht werden automatisch, damit das jetzt ein bisschen... Ach, bin ich doof. Ich wollte doch eigentlich Sticks, brauche ich gleich wieder, aber... Jetzt wollte ich Holztreppen. Mit dir ist das Spiel wieder abgestürzt? Mhm. Naja, dann... Muss wieder reinkommen. Zurzeit ist es wieder ganz komisch. Also bei meinem Schulermann hier, das stürzt immer ab, guckt, der fliegt immer raus. Ich weiß nicht, wo. Hast du. Mach doch mal kurz die anderen Sachen alle zu Ende. Hast du irgendwas noch an, was im Hintergrund läuft? Nee. So, jetzt können wir hier zumindest. Ich hab nur Minecraft an. Guck mal, jetzt kannst du hier aufs Beet hochlaufen, ohne dass irgendwas kaputt geht. So geht das nämlich. Hier nehme ich mal schnell die Hake zur Hand. Das passiert doch nicht. Einmal hier reinpacken, so. Der Rage ist da unten. Hier müsste man natürlich das Gleiche machen. Warte, das soll mein Stand sein. Das ist deine Aufgabe, ne? Das machst du. Ich will nur hier ich oben. Ich will mir nämlich Brote bauen und das willst nicht du. Genau, du willst, Brote, du willst Brote backen, genau. Pass auf, bau du mir. Achso, hier was. Was bau da? Du mir Brote, dann leg ich in die Kiste da und ich nehme sie mir nachher raus. Siehst du? Tadam. Bei mir passiert es auch. Bei mir passiert es auch. Ich weiß nicht, was es ist. So, warum auch immer, das hier ständig abstürzt, aber jetzt bin ich wieder da. Jetzt müssen wir erstmal Folgendes machen. Hier ist ja das gleiche Problem immer. Wenn man hier runterkommt, geht das Beet kaputt. Also machen wir hier auch nochmal Holztreppen hin. Und hier auch eine. Und dann machen wir hier einen Dreck hin. Ich habe, glaube ich, Dreck. So. Dann sieht das wieder schön aus. Dann kannst du nämlich hier runtergehen, ohne dass da was kaputt geht. Und ich packe jetzt hier. Das machen wir auch noch. Jetzt gucken wir mal auf die Lautstärke, ob das überhaupt noch volle Pulle. Naja, ist vielleicht ein bisschen. Ich weiß nicht, ob hier Musik kommt. Minecraft-Musik. Cool wäre aber, wenn das so wäre. So, mal hier schauen. Jetzt haben wir immer, sind wir immer dabei. Machen wir noch ein bisschen. Machen wir noch ein bisschen. Eichenholz hier. Und noch ein paar Eichenholztreppen. Reicht's noch nicht? Wo haben wir sie denn? Da haben wir, doch haben wir. So. Guck mal, wie schön ich dir das baue hier. Wir sind ja beide rausgeflogen. Ich hoffe mal, dass du es auch wieder reinschaffst irgendwann. Jetzt kann man hier schön hochgehen, ohne dass man sich wehtut. Und dann kann das hier weg. Sieht ein bisschen doof aus. Das nennt man jetzt ein bisschen, machen wir ein bisschen planieren hier. So. Ach komm mal, soll der Geiz. Machen wir es hier auch. So. Und so. Und so. Und ja, dann ist aber gut. Hier noch eine Erde hin. So. Das ist aber wirklich gut. So. Das sieht doch ganz gut aus. Es kann kein Beet mehr kaputt gehen. Was jetzt natürlich hier los ist, weiß ich nicht ganz so genau. Da drüben haben wir die Boote. Die haben wir schon gesehen. Hier hatte ich eigentlich ein Holz drüber gemacht, damit man hier nicht reinfallen kann. Beim Raushüpfen macht man nämlich auch ein Beet kaputt. Jetzt brauche ich erstmal Lichter. Ich gucke mal, ob ich noch ein bisschen was für Fackeln habe. Hier nehmen wir die Sticks raus. Hier habe ich noch einen normalen Eichenzaun. Ich will aber einen Birkenzaun machen. Kommst hier nicht rein? Pass auf, was ich da gemacht habe. Guck mal. Ich habe jetzt wirklich einfach das Spiel abgeschossen. Der lädt sich da manchmal tot. Guck mal. Ich mache das nochmal jetzt an. Versuch's nochmal jetzt. Ich weiß nicht, was das zurzeit ist. Irgendwas stimmt da nicht. Ich habe keine Ahnung. Schade eigentlich.
dass es so eine Probleme gibt. So, Birkenholzzaun, das ist Eichen. Papi, wo ist denn, ja? Bau mir mal Brote und pack mir die in irgendeine Kiste. Du kannst auch ganz viele selber bauen. Ich komme jetzt aber nicht mehr rein. So, der Server Birkenholz. Da, jetzt aber. Jetzt geht's, ne? Ja. Stöcker. Mal gucken, ja, Birkenholz. Ah, ja, gut hier. Birkenzaun. Nehmen wir auf jeden Fall was mit und dann gehen wir hier hinter. Da müssen wir mal gucken. Ich glaube, da ist auch Licht. Hier ist natürlich ein schöner Glasboden. Mizi ist bei mir. Achso, hier hoch wollte ich da. Gehen wir die Treppe hoch. Ist natürlich schön dunkel hier drin. Ach, das ist doch falsch. Geht's immer noch nicht. Falsche Uhrzeit eingestellt.